Ich habe dich heute hergerufen, weil die Umstände es erfordern. Unser Geheimdienst hat die Existenz einer neuen, uns völlig unbekannten Bedrohung bestätigt. Diese Organisation kann überall auf der Welt Angriffe ausführen. Sie sind tödlich. Alter, Religion, Nationalität interessiert sie nicht. Das Potenzial für den Verlust von Menschenleben und Psychoterror kann nicht ignoriert werden. Sie sind der Inbegriff einer unbekannten Größe. Und wir müssen Gewalt mit Gewalt bekämpfen. Ab sofort wird mein Programm reaktiviert und ich übergebe dir das Kommando über alle Operationen. Rekrutiere deine Operator unter den besten Eliteeinheiten der Welt. Grenzen und Protokolle sind irrelevant. Wir müssen der Schild sein, der die zivilisierte Welt vor jenen beschützt, die ihr schaden wollen. Egal wie oder wo unsere Feinde zuschlagen, hinter welcher Deckung sie lauern, das Rainbow Team muss bereit sein. Beim Verteidigen kannst du Tür- und Fensterrahmen verbarrikadieren, um Angreifer zu bremsen und ihre Sicht einzuschränken. Du hast unbegrenzt Barrikaden und kannst beliebig viele errichten, um deine Position zu sichern. Barrikaden sind nur begrenzt haltbar. Ein einzelner Nahkampftreffer eines Angreifers reicht aus, um durchzubrechen. Bei 3 Nahkampftreffern stürzen sie vollständig ab. Auch Schüsse können Barrikaden zerstören. Manche Schusswaffen sind effektiver als andere. So wird zum Beispiel eine Schrotflinte effektiver sein als eine Pistole. Sprengladungen durchbrechen Barrikaden schnell. Platziere die Ladung, tritt beiseite und sprenge die Barrikade aus der Ferne. Der Rauch und die Trümmer bieten Deckung, während du die neue Sichtlinie nutzt. Wandeigenschaften hängen vom Material ab. Trockenmauer oder Holz sind zum Beispiel leicht zerstörbar. Aber Beton- oder Metallwände sind es nicht. Sprengladungen zeigen ihr volles Potenzial beim Einsatz an ihrem Primärziel, Wände. Viele Wände kann man sprengen. Zerstörbare Wände, die auf Metallrahmen errichtet wurden, können nicht vollständig demoliert werden. Man erhält zwar neue Sichtlinien, aber man kommt nicht durch. Verteidiger können einige ihrer Wände mit Verstärkungen schützen.
Angreifer können verstärkte Wände an den Bolzen erkennen, die die Verstärkungen halten. Wähle mit Bedacht. Anders als Barrikaden sind Verstärkungen auf 2 pro Verteidiger begrenzt. Viele Böden kann man teilweise zerstören. Holz- und Vinylböden können zum Beispiel teilweise zerstört werden, Beton- und Marmorfußböden nicht. Böden können nur durch Falltüren durchbrochen werden. Eine Sprengladung auf der Falltür schafft einen Durchgang in das Geschoss darunter. Verteidiger können Verstärkungen auf Falltüren anbringen, um den Durchbruch aus dem Geschoss darüber zu verhindern. Du wirst in 10 grundlegenden Antiterror-Situationen trainieren, bevor du eingesetzt wirst. Melde dich bei der SAS-Basis in Hereford. Du musst in ein Übungshaus eindringen und es von Feindkämpfern befreien. Im Nahkampf müssen Operator die Situation schnell einschätzen, um Feinde und Geiseln zu lokalisieren und zu identifizieren. Sichere das Gebiet mit einer langsamen, systematischen Suche. Hier triffst du auf einen gut trainierten Feind, ausgerüstet mit Militärwaffen und Sprengstoff. Verlass dich auf die Grundlagen der Waffeneinsatzdisziplin und deine Fähigkeit, Feindbeschuss mit Hilfe deiner Umgebung zu entgehen. Nicht aufhören, bis die Bedrohung neutralisiert ist. Eliminiert alle Terroristen.
Die Terroristen eliminieren.